Nathan, seit Sommer vergangenen Jahres sind Sie als der erste voll akkreditierte Botschafter Israels in der Bundesrepublik tätig. Beginnen wir mit der Frage, wie weit haben sich bis heute die Erwartungen schon erfüllen können, die Sie an Ihre Tätigkeit als israelischer Botschafter in Deutschland geknüpft haben? Ich glaube, sie haben sich noch nicht erfüllen können. 7 Monate ist sehr wenig Zeit. Und gerade die ersten Monate eines Botschafters sind mit vielen protokollarischen Verpflichtungen ausgefüllt. Ich glaube, ich brauche mindestens ein Jahr, vielleicht etwas mehr, um über diese Frage eine Antwort geben zu können, die etwas besagt. Sie haben die protokollarischen Pflichten angesprochen, die ein Botschafter speziell in seiner Antrittszeit zu erfüllen hat. Ihre Karriere, auf die wir im Einzelnen zu sprechen kommen werden, ist gelegentlich von der Abenteuerlichkeit gewesen, wie es in der schwierigen Aufbauphase eines jungen Staates, wie Israel das ist, leicht vorkommen kann. Heute sind Sie nun also Botschafter und ein Diplomat hohen Ranges, haben Anspruch auf den Titel Exzellenz im offiziellen Verkehr. Das ist ziemlich weit weg von den eher pionierhaften Anfängen Ihrer Laufbahn. Behagt Ihnen der diplomatische Dienst? Ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen dem Protokoll, der einem Außenstehenden, und ich war ja auch bis jetzt ein Außenstehender, manchmal etwas komisch vorkommt, aber der sicher seine Logik hat, denn man muss sicher versuchen, diesem Posten eines Diplomaten, eines Botschafters eine Form zu geben, und es gibt hier Traditionen und die haben sicher einen gewissen Sinn. Trotzdem, ich muss zugeben, manches Mal kommt mir das ein bisschen, ich würde nicht sagen abnormal vor, aber mir persönlich kommt das ein bisschen manchmal komisch vor, aber es hat einen gewissen Sinn. Aber das Protokoll ist ja nur ein Instrument. Das Wichtige ist das, was man als Botschafter zu tun hat, nämlich sein Land zu vertreten mit allem, was daran hängt. Und da gibt es eigentlich viele Parallelen zu vielen anderen Dingen, die ich eigentlich schon gemacht habe und die jeder, der irgendwie sein Land vertreten muss, auch in anderen Fragen eigentlich tut, ja, Beziehungen aufzurichten und Dinge zu behandeln und so weiter. Sie vertreten nun also das Land Israel in der Bundesrepublik. Was sind Ihre persönlichen Empfindungen gewesen, als Ihre Regierung von Ihnen den Antritt dieses Postens verlangte? Sahen Sie das nur als eine schwierige, aber deswegen eben auch reizvolle weitere Station Ihrer Laufbahn an, als etwas, das vielleicht innenpolitisch in Israel von Belang für Sie sein könnte, gut wie schlecht, aber alles in allem jedenfalls als einen schwierigen, aber innerhalb der Normalität liegenden Posten für einen Mann Ihrer Herkunft. Oder mussten Sie eine persönliche Gefühlsbarriere überwinden, bevor Sie Botschafter in Deutschland wurden? Ich glaube, diese persönliche Gefühlsbarriere, die besteht, hat bestanden. Die besteht noch immer. Das ist eine Konstante, mit der man leben muss, mit der ich leben muss. Ich habe, als mir dieser Posten angetragen worden ist, versucht zu sehen, was bedeutet dieser Posten in jeder Beziehung. Praktisch, historisch, was hier zu tun ist. Und ich glaubte, dass ich diesen Posten annehmen kann und dennoch, wie soll ich sagen, mit mir einig bleibe. Ja. Ich weiß nicht, ob das so sagen kann. Ja. Und als ich das erkannt habe, war ich einverstanden, diesen Posten zu nehmen, indem ich mehr gesehen habe als vielleicht ein konventioneller Diplomaten. Posten. Vielleicht hat mich eben diese Besonderheiten angezogen. Das war vielleicht ein Challenge für mich. Was war für Sie das stärkste Argument dagegen? Sie gelten bei Ihren Verhandlungspartnern in der Diplomatie, nach allem, was ich darüber hören konnte, als ein sehr nüchterner, unsentimentaler Mann. Haben Sie karrieremäßig kalkuliert oder haben Sie als Angehörige des jüdischen Volkes empfunden, dem die Deutschen alles das angetan haben, was wir wissen? Ich
habe sicher nicht karrieremäßig reagiert. Das Wort Karriere hat sehr lange Zeit in meinem Lexikon nicht bestanden. Ich habe reagiert als jemand, der glaubte, dass das eine Aufgabe ist, die man erfüllen soll und die ich erfüllen kann. Ich dachte, vielleicht besser erfüllen kann als manche andere. Gerade aus einer gewissen Einstellung heraus. Gerade weil ich glaubte, dass ich die Probleme so behandeln kann, wie ich glaube, dass sie behandelt werden sollten. Das klingt vielleicht überheblich, aber hätte ich nicht die Überzeugung gehabt, dass ich das tun könnte, hätte ich diesen Posten sicher nicht angenommen. Ich habe natürlich gewisse Vorstellungen gehabt und habe sie über die Tatsache, dass es Beziehungen geben soll zwischen der Bundesrepublik und Israel. Hätte ich das nicht geglaubt, dann wäre ich natürlich nie einverstanden gewesen, diesen Posten zu übernehmen. Wie meinen Sie also, dass diese Probleme, wie sie zwischen den beiden Ländern bestehen und noch lange bestehen werden, behandelt werden sollen? Nüchtern und unsentimental? Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt Dinge, die man nicht ausklammern kann. Es gibt Dinge, mit denen wir leben müssen. Das sollte man sehen. Nun, unsentimental. Ich glaube, das ist nur ein Ausdruck eines Handelns. Wie drückt sich das nach außen aus? Und man kann in seinen Erscheinungen sehr oft unsentimental erscheinen oder man kann sich selbst erzogen haben, einen unsentimentalen Auftritt zu haben. Und dabei, was in einem vorgeht, ist vielleicht manchmal völlig verschieden, als es auf der Oberfläche erscheint. Herr Botschafter, Sie sind im Februar 1921 in Wien geboren. Als 17-Jähriger sind Sie 1938 aus Österreich illegal nach Palästina eingewandert. Damit gehören Sie zur ersten Generation, die in dem neuen jüdischen Staat zwar nicht geboren wurde, aber doch erwachsen wurde, wenn man das so ausdrücken kann. Gibt es typische Gemeinsamkeiten? Gibt es einen beherrschenden Charakterzug für diese ganze Generation, zu der Sie in Israel gehören? Das ist sehr schwer zu beantworten. Also ich kann eigentlich nur antworten für jenen Teil der Generation, dem ich angehöre. Ja. Ich glaube, jemand, der 1938 17 Jahre alt war und in Irak gelebt hat und nachher nach Israel gekommen ist oder in Amerika gelebt hat. Wir gehören zwar dem Alter nach derselben Generation an, aber der Formation nach, dem Gedankengang nach, gab es natürlich daher gewisse Unterschiede. Also ich möchte für Generation antworten und sagen, für uns war der Weg nach Israel etwas, nach Palästina damals, etwas Natürliches. Es war nicht etwas, was uns aufgedrängt worden ist. Es war etwas, zu dem wir entschlossen waren. Das ist ein Weg, den wir bewusst gegangen sind. In meinem Falle etwas früher, als ich es angenommen hatte, kurze Zeit nach dem Anschluss. Und ich wäre nach Israel gegangen. Ich wäre ein Jahr später nach den damaligen Palästina gegangen, aus einer tiefen Überzeugung heraus, dass es einen jüdischen Staat geben soll, geben muss, aus Vorstellungen, die ich über diesen Staat hatte, wie er sein sollte. Und aus der Überzeugung heraus, dass das mein Weg in der Zukunft sein wird. Und ich gehöre eben einer Generation an, die eine idealistische Einstellung hatte, aber eine idealistische Einstellung, die auf einem klaren Lebensweg basiert war. Nicht eine Art des Idealismus, der nur theoretischen Charakter trägt, sondern der seine Verwirklichung, seine praktische Verwirklichung sofort angestrebt hat. Ist das im Ganzen eine Generation, die zum praktischen und konkreten Verhalten neigt in Israel, nicht zum spekulativen Theoretisieren?
Das würde ich nicht sagen, denn wir kommen ja zuerst mal aus einer Überzeugung her. Ja. Also diese Überzeugung ist auf einer gewissen Theorie basiert, auf einem Glauben, auf einer Theorie, auf einem, sagen wir, einen nationalen Glauben und auf einer Theorie eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens, wie wir es geglaubt haben. Also das kommt ja aus einer Theorie her. Aber musste nicht jene Generation, zu der Sie gehören, um diesen Glauben, um das, was etwa Theodor Herzl mit der Errichtung eines Judenstaates meinte, musste diese Generation nicht, um das verwirklichen zu können, auf manche Seiten des Lebens verzichten? Musste sie nicht da überall praktischer, konkreter werden, wo in normalen Zeitläuften mehr Raum für Intellektuelles, Künstlerisches und solches sein könnte? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie zu Jahrgängen gehören, die dem Staat Israel in der ersten Aufbauphase so viel Kraft widmen mussten, dass das Private zu kurz gekommen ist? Ich glaube, da ist etwas dran. Es gab den politischen Zionismus, es gab den praktischen Zionismus der Durchführung. Wir wussten schon von früher Jugend an, wir müssen die Dinge selbst tun, wir müssen die Dinge selbst durchführen, wir müssen persönlich unseren Anteil geben. Und die Theorie haben wir immer versucht, sofort praktisch durchzuführen. Das Operationelle, der Teil der Durchführung, die Dinge, die Gedanken sofort im Leben zu übersetzen, ich glaube, das ist sicher eines der Merkmale dieser Generation. Und haben Sie dabei nun, Herr Benatan, haben Sie dabei nun als Person gelegentlich das Gefühl, Sie seien dadurch, durch diese Pflichterfüllung, um etwas gebracht worden im Leben? Um Muße, um andere Betätigungen, als Sie sie ausgeübt haben? Ich habe das nie bedauert. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich zu einer anderen Zeit geboren wäre, dass ich vielleicht mein Lebensgang ein anderer gewesen wäre. Sicher in den ersten 10 Jahren meiner Jugend, von dem Augenblick, wo man bewusst denkt. Aber wenn ich heute zurückdenke, ich würde nochmals hätte ich den Weg so gegangen, wie ich ihn damals gegangen bin. Und ich glaube, das war damals das Richtige und das einzige Mögliche für uns. Keine Bitterkeit, nicht zu kurz gekommen. Nein. Ihr Vater, Herr Botschafter, war ein jüdischer Kaufmann, der aus Russisch-Polen stammte. In allen biografischen Unterlagen, die man über Ascher Benatan finden kann, in Deutschland und auch woanders, heißt es lapidar, ihr Wiener Elternhaus habe die nationaljüdische Tradition gepflegt. Das ist nun eine sehr komplexe Sache. Sie haben ein hebräisches Gymnasium in Wien besucht und sind mit 10 Jahren in die zionistische Jugendbewegung eingetreten. Das war nach meinem Verständnis der Dinge in den 20er und frühen 30er Jahren durchaus noch nicht das Normale, bevor der Nationalsozialismus erst über Deutschland und dann mit Waffengewalt über Europa kam, hingen viele Juden noch dem Wunsche, der Hoffnung, dem Ideal an, sie sollten sich assimilieren und nichts anderes sein als Bürger ihres jeweiligen Gastlandes. In dieser Rolle als Assimilierte haben sie viel für die geistige Entwicklung Europas getan, bis sie vertrieben oder ausgerottet wurden. Was hat bewirkt, Herr Botschafter, dass sich Ihre Eltern offensichtlich nicht zum Assimilationsjudentum bekannten, sondern die Wiedererrichtung eines jüdischen Nationalstaates für den richtigen Weg gehalten haben? Meine Eltern kamen nach Wien, ich glaube im Laufe des Ersten Weltkrieges, und haben sich dort eine Existenz gegründet. Es war ein Haus, das religiös war, nicht übertrieben religiös, aber religiös. Und mein Vater war Zionist schon seit ich mich an ihn erinnern kann. Mein Vater ist zum ersten Mal Palästina 1933 besucht, hat sich da angekauft, hat einen kleinen Orangengarten gekauft, ganz klein. Um ein Stück Land dort zu haben. Und
Vielleicht hat er früher erkannt, was andere noch nicht in Österreich gesehen haben, 1933. Und eigentlich, also ich wusste schon in meiner sehr frühen Jugend, dass ich nach Palästina gehen werde. Also es gibt, ist natürlich der Einfluss des Elternhauses. Nachher das, der Einfluss der Jugendbewegung, denn im Augenblick, wo ich in der Jugendbewegung tätig war, in der zionistischen Jugendbewegung, da begann ich schon andere Wege zu gehen, als auch die an meinen Vater dachte. Also der Weg in... ich hatte Vorstellungen eines Palästinas, der gemeinschaftlichen Siedlungen, der physischen Arbeit, des Umstellens des jüdischen Volkes, dass nur dies der Weg ist, ein neues Land, einen neuen Staat zu bauen. Und da begann ich eigene Wege zu gehen, aber grundsätzlich, was Palästina anbelangt, was den jüdischen Staat anbelangt, war natürlich dieser Einfluss des Elternhauses, hat es eine Rolle gespielt. Meine Eltern leben heute in Israel. Mein Vater, der Kaufmann in Israel war und den ich 1938 nach Palästina brachte, begann nach seiner Ankunft zu arbeiten. Er hat physische Arbeit selbst gemacht im Laufe von einigen Jahren, trotzdem er damals nicht mehr sehr jung war. Und er hat es mit gutem Willen getan und er war nicht erbittert darüber und er glaubte, dass er selbst dadurch seinen Anteil geben kann. Heute ist er nicht mehr sehr jung. Heute ist er Beamter in Tel Aviv. Und er hat das Gefühl, dass er ein Lebensziel erreicht hat? Ich glaube, ja. Dieses, was Sie nun über Ihre eigene Entwicklung gesagt haben, interessiert mich ganz besonders. Sehen Sie, wenn man schon als Kind zu jener Gruppe des Judentums gehört und sich bekennt, die den Aufenthalt im jeweiligen Geburtsland nur als eine Durchgangsstation zur endgültigen nationalen Heimat Israel versteht, dann begibt man sich ganz bewusst, auch von jüdischer Seite her, wenn man zu dieser Gruppe gehört, in eine Minderheitenrolle. Man sieht sich als eine Gruppe auf dem Weg nach Israel. Hat das nicht für den Jungen, Ben-Natan, Probleme mit sich gebracht? Ist es nicht für einen 10-Jährigen, ich glaube, in diesem Alter sind Sie in die zionistische Jugendbewegung eingetreten, ist es nicht für einen 10-Jährigen ein Problem, sich nicht nur gezwungen, was die Folgen des Antisemitismus waren, sondern bewusst und freiwillig zu einer Minderheit zu rechnen? Wenn ich heute daran zurückdenke, glaube ich nicht, dass ich mich jemals als eine Minderheit angesehen habe. Nicht in diesem Sinne, wie Sie es jetzt gesagt haben. Ich war in Hebräischen im Realgymnasium studiert. Das heißt, ich habe seit meinem 10. Lebensjahr in einem Kreis verbracht, auch erzieherisch. Ich habe die hebräische Sprache gelernt. Ich sprach Hebräisch schon in Wien. Ich hatte einen klaren Lebensweg vor mir. Und ich wusste, ich bin hier, also ich wusste, ich bin hier nur zeitläufig. Ja. Also das ist nicht meine Frage in der Minderheit. Ich habe mich als Fremder eher gefühlt als eine Minderheit. Denn eine Minderheit gehört noch dazu. Ja. Und ich hatte niemals diesen Eindruck, dass ich dazugehörte. Ich wusste, ich bin hier vorübergehend und eines Tages werde ich weggehen. So, dass ich die Probleme etwas anders gesehen habe. Ja. Ich habe selbst nie persönliche Erfahrungen gemacht, außer Episoden hier und da, wo ich mich als eine verfolgte Minderheit persönlich widergesprochen. Ich sah den Antisemitismus, ich sah ihn ganz klar und er war sehr ausgeprägt in Wien. Ich konnte mir ein Bild machen, was dieser Antisemitismus war. Aber ich war eher Zuschauer als selbst Betroffener, weil ich nicht betroffen werden wollte und dadurch auch nicht betroffen werden konnte in den Jahren meiner Jugend. Wie viel Verständnis haben Sie für jene Juden, die sich um die Assimilation bemüht haben und mit sehr guten Gründen sagen konnten, sie seien Deutsche, Österreicher, Franzosen, Engländer oder was immer sie wollen und nicht Mitglieder einer jüdischen
besonderen Gruppe, die auf dem Weg nach Israel ist? Ich glaube hier, ich kann eigentlich nur über das Judentum Mitteleuropas sprechen. Ja. Ich kannte damals nicht das amerikanische, ja, nicht das englische, nicht das französische Judentum. Ich wusste auch nichts über sie. Und ich will heute nicht über etwas... Sie wollen wissen, was ich damals natürlich gedacht habe. Ja. Was das mitteleuropäische Judentum anbetraf, glaubte ich, sie müssten eigentlich so reagieren, wie ich reagiere. Sie müssten eigentlich dieselbe Einstellung haben. Und ich hatte damals als junger Mensch wenig Verständnis für die andere Einstellung. Ich hatte wenig Verständnis für die Assimilation. Und vielleicht, weil... also man beginnt eigentlich zu denken, bewusst zu denken, auch politisch bewusst zu denken, mit 14 Jahren. Also ich habe begonnen, bewusst politisch mit 14 Jahren zu denken. Das war 1935. 35. Also wir konnten schon sehen und wir versuchten zu verstehen, was hier passiert. Natürlich, das hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Einstellung. Und natürlich das Alter hier und die Erfahrung, die man hier hat, hat natürlich immer die persönliche Einstellung bestimmt und auch sicher in meinem Fall. Also ich hatte kein Verständnis für Assimilation und ich hatte eigentlich schon immer den Eindruck, dass hier etwas ist, das irgendwie nicht richtig ist, dass ich sei in der Assimilation. Ich war ungerecht, wie man ist, wenn man jung ist. Ich sah viel Hypokrisie dabei. Ich glaubte nicht daran und ich glaubte nicht auch, dass die, die assimilatorisch waren, daran glaubten. Damit habe ich vielleicht Unrecht gehabt, aber das waren ungefähr die Gedankengänge, die ich damals hatte. Und Sie hatten, wenn ich Sie recht verstehe, auch die Vorstellung, man sollte sich nicht anpassen wollen, man sollte sich nicht assimilieren, weil man daran Verrat an der großen Aufgabe, den jüdischen Staat wieder zu errichten, übt. Ist das richtig? Das war zweifellos die Auffassung eines jungen Menschen, der nicht Kompromisse machen will, selbst nicht, der nicht bereit ist, anderen Menschen Kompromisse zu gewähren. Sie sind jetzt also 30 Jahre älter. Wie denken Sie heute darüber? Ja, also natürlich, ich musste heute sagen, wenn man damals klar erkannt hätte, die Entwicklung, dann wäre es vieles anderes gewesen. Also ich muss sagen, dass wir eine richtige Intuition schon damals hatten von dem, was passieren könnte. Die zionistische Bewegung, Herr Benatan, stützte sich bei ihrem Bestreben nach Wiederherstellung eines jüdischen Staates auf religiöse Vorstellungen. Sie wurde jedoch auch befeuert von dem sehr viel jüngeren, in Europa entstandenen Gedanken des Nationalismus. Können Sie mir Ihr Nationalgefühl definieren, Herr Botschafter? Welchen Wert macht die Nation für Sie aus? Ich würde sagen, fragen Sie mich heute oder fragen Sie mich wie? Ich frage Sie heute. Es ist jetzt die Angehörigkeit, die Zugehörigkeit zu einem Volk, zu einer Nation, das in seinem Lande lebt. Ich würde das ganz so einfach sagen. Ist das mehr als die Zugehörigkeit zu den Menschen schlechthin? Zweifellos. Würden Sie von sich sagen, Sie sind ein Nationalist? Das würde ich nicht sagen, denn ich glaube, dieses Wort ist sehr verschmäht. Und wenn ich sagen würde, ich bin ein Nationalist, würde ich ganz falsch verstanden werden. Ich würde nicht sagen, ich bin Nationalist. Ich bin Bürger des Staates Israels. Ich bin Angehöriger des jüdischen Volkes. Ich möchte, dass dieses Israel, wie wir es zu bauen versuchen, sowohl in geistiger als auch in materieller Beziehung gedeiht, blüht, dass es ein geistiges Zentrum bleibt und wird für das jüdische Volk überall. Es ist nicht der Nationalismus, der auf Rechnung anderer ist. Es ist nicht der Nationalismus, der aggressiv ist, sondern eher ein Nationalismus, der auf sich selbst konzentriert ist. Ich würde Ihre Frage so beantworten, denn würde ich sagen, ich bin Nationalist. Man könnte das falsch verstehen. Ich verstehe, was Sie meinen. Würden Sie also sagen, wir kommen später noch darauf, so hoffe ich,
aber lassen Sie es mich an der Stelle schon fragen. Würden Sie also sagen, der jener Kernspruch nationalistischen Verhaltens, right or wrong my country, den würden Sie ablehnen? Oder würden Sie den für zulässig halten? Im Allgemeinen würde ich ihn ablehnen. Was heißt im Allgemeinen? Also sagen wir, ich würde ihn ablehnen, denn ich glaube, right or wrong my country ist immer falsch. Sie könnten das sagen, right or wrong my people. Das würde in diesem Fall etwas anders klingen. Ich glaube, ich hätte mich klar gemacht. Also im Falle des jüdischen Volkes und Israel, wir können sicher nicht sagen, right or wrong my country. Right or wrong my people könnten Sie sagen. Auch nicht. Nur in dem Sinne, ich würde sagen, in dem geistigen Sinne des Wortes. Wenn ich über die Werte des jüdischen Volkes sprechen würde, auch dann ist vielleicht Right or Wrong nicht angepasst. Sie sind im Sommer 1938 als Halbwüchsiger in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina gekommen. Können Sie sich erinnern, welches Ihre Gefühle waren, als Sie an Land kamen? Ich kann mich an die Gefühle erinnern, als wir europäischen Boden verlassen hatten. Das war in Griechenland. Und da kehrten wir den Rücken. Ein Leben, das wir bis dahin gelebt haben. Als ich den Boden betreten habe, ich habe ihn unter solchen Umständen betreten, dass ich in diesem Augenblick nur daran gedacht habe, wie kommen wir jetzt mal schnell da zu den Orangenbäumen hin, wo Autobusse versteckt waren, damit wir schnell mal wegkommen, bevor uns die Engländer erwischen. Also das ist nicht der Augenblick, sehr tiefgehende Gefühle zu haben. Wir sprangen von den Booten ins Wasser und liefen da auf den Sand rauf und da wurden wir von bewaffneten Jungen erwartet und die sagen mal schnell und dann sind wir in den Autobus eingestiegen und eine Stunde später fanden wir uns plötzlich inmitten in Tel Aviv, einer jüdischen Stadt. So, der Übergang war so schnell, ja, dass wir uns sofort anpassen mussten. Die Reaktion ist vielleicht etwas später gekommen. Und wie war es? Wir sind nicht auf das Ufer gekommen und haben uns da hingestreckt und haben den heiligen Boden geküsst. Das haben wir nicht gemacht. Vielleicht haben wir es in unserem Innern gemacht, aber wir haben es sicher nicht. Sie haben es nicht tun können. Wir hätten es vielleicht tun können, aber wir hatten gar keinen Sinn damals. Vielleicht auch heute nicht für den pathetischen Ausdruck eines Gedankens. Ich glaube, wir waren gerade im Gegenteil. Wir hatten immer Abscheu vor dem Pathos. Sie sind dann in den ersten Jahren in dem neuen Land Mitglied einer Dorfgemeinschaft gewesen, eines Kibbutz, jener Mischform aus Wehrbauerndorf und Volkskommune, die eine neue Wirtschaftsform für Landwirtschaft und Handwerk wurde. Außerhalb Israels ist dieses Kibbutz-System inzwischen fast zu einer Legende geworden. Ganz schlicht und simpel, wie ist das seinerzeit gewesen in jenem Dorf, zu dem Sie gehörten? Also wir waren eine Gruppe von 40 Jungen und Mädchen, die aus derselben Jugendbewegung kamen, mit denselben Vorstellungen, mit denselben Gedanken. Alle aus Österreich? Alle aus Österreich. Wir gingen zuerst mal in einem bestehenden Kibbutz, um zuerst mal die landwirtschaftliche Arbeit zu lernen. Und ein Jahr später, 1939, gründeten wir unseren eigenen Kibbutz. Also wir hatten, wir waren damals 18, 19 Jahre alt, wir hatten damals das Gefühl, wir selbst gründen etwas. Also wir geben hier unseren Anteil selbst an der Entwicklung des Landes. Ja. Wir sahen in dieser Form des gemeinschaftlichen Lebens erstens die einzige Form, die es ermöglichen könnte, das Land zu entwickeln. Und wir waren überzeugt davon, dass diese Art des gemeinschaftlichen Lebens eine richtige ist. Also sowohl ideologisch, würde ich sagen, als auch praktisch, als auch damals aus Gründen der Selbstverteidigung, sahen wir, dass dies der einzige Weg, der möglich ist, um Palästina zu entwickeln.
Dieses war ein Dorf mit Gemeineigentum? Mit völligem Gemeineigentum, wie es die Kibbutzim heute noch sind, ja, wo alles jedem gehört, wo jeder sein Bestes gibt und das Gleiche bekommt. Glauben Sie, dass dies eine Lebensform ist, die nach Ihrem Wunsche sich fortsetzen sollte in Israel und sich fortsetzen kann? Oder meinen Sie, dass dies zu den Bedingungen der Pionierzeit gehört, die verschwinden werden? Es gibt sicher eine Evolution der Kibbutzim. Die Kibbutzim heute sind anders, als die Kibbutzim sie noch zu meiner Zeit waren. Wir lebten damals sehr frugal. Ich habe sehr früh geheiratet und ich habe die ersten 4 Jahre meines Ehelebens in einem kleinen Zelt verbracht, ein kleines, rundes Zelt. Heute würde das niemand mehr tun. Wir haben das damals für völlig normal gehalten. In dieser Beziehung war das Leben damals viel schwerer in den Kibbutzim. Aber grundsätzlich, der grundsätzliche Gedanke der Kibbutzim hat sich nicht geändert. Der Lebensstandard ist gestiegen. Ich glaube, der durchschnittliche Lebensstandard eines Kibbutz ist heute höher als irgendwo anders in der Landwirtschaft. Es ist vielleicht höher als der durchschnittliche Lebensstandard eines Arbeiters in der Stadt. Die Möglichkeiten, die der Kibbutz gibt, seinen Mitgliedern, die Erziehung, die er seinen Kindern gibt, es gibt Möglichkeiten, die andere Gruppen gar nicht geben können. Der Kibbutz gehört zu jenen Erscheinungen, den man schon seit 50 Jahren voraussagt, also das kurze Zeit nach seiner Entstehung, dass er keine Lebensberechtigung hätte und dass er verschwinden würde. Ich hoffe, dass das auch wahr ist für die nächsten 50 Jahre. Jedenfalls, der Kibbutz macht keine Anstalten, auszusterben. Und er will dieses Vergnügen nicht jenen falschen Propheten machen, die das voraussagen. Er wird sicher eine gewisse Evolution durchgehen, wie es auch geht, aber das grundsätzliche Prinzip des Kibbutz ist das gleiche geblieben. Es ist aber eine Lebensform, an die man glauben muss. Glaubt man nicht daran, dann kann man wahrscheinlich dort nicht leben. Es ist eine Lebensform, die von einem Menschen, der dort lebt, sehr viel verlangt. Ich glaube, das durchschnittliche Niveau, das intellektuelle Niveau, muss ein hohes sein. Sonst kann ein Mensch in einem Kibbutz nicht leben. Bis zum Jahr 1948, als die offizielle Staatsgründung Israels erfolgte, waren die jüdischen Einwanderer in Palästina politisch in einer besonders schwierigen Lage. Einerseits standen sie an der Seite Englands im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland. Andererseits kämpften sie gegen die Engländer, die aus Rücksicht auf die Araber die jüdische Einwanderung nach Palästina zu drosseln versuchten. Was haben Sie während des Krieges getan, Herr Botschafter? Ich war zuerst mal in meinem Kibbutz. Damals war es so, dass jeder Kibbutz gab eine gewisse Anzahl seiner Mitglieder für die Armee und für die Haganah, die Verteidigungsorganisation. Ja, die Selbstschutzorganisation. Ja. Aber es war klar, dass wir die Kibbutzim nicht auflösen können und alle zur Armee gehen. Wir mussten das Land weiter aufbauen. Wir hatten Aufgaben im Lande selbst. Und ich gehörte zu jenen, die im Kibbutz blieben bis 1944. Ich war in der Bewegung tätig, in der Partei tätig, aber ich war im Kibbutz bis 1944. Nun, die Annahme war damals, wir müssten mit den Engländern kämpfen, als ob wir keine Probleme in Israel hatten oder in Palästina hatten. Und wir müssen für unsere Rechte in Palästina kämpfen, vor allem für das Recht der Einwanderung, als ob es keinen Weltkrieg gäbe. Nur so konnten wir eigentlich mit uns selbst fertig werden und unsere Probleme. Sie haben dann zum Teil während des Krieges, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, und dann in den ersten Nachkriegsjahren in Europa wieder mit jüdischen Einwanderern zu tun gehabt, die entkommen waren dem Gemetzel in Europa. In den letzten Jahren hat es nun gelegentlich Erörterungen darüber gegeben, wie weit die duldende und erduldende Schlachtopferpassivität der europäischen Juden gegenüber ihren Mördern
begreiflich und erklärbar ist. Was ist Ihre Meinung dazu? Das ist ein Problem, mit dem ich mich sehr lange beschäftige. Und über das ich selbst verschiedene Antworten zu verschiedenen Zeiten gegeben habe. Ich glaube, wir sind zu nahe an den Ereignissen, um eine klare Antwort hier geben zu können. Sie haben selbst noch keine. Ich versuche es zu verstehen. Natürlich, nur ein Mensch, der das selbst durchgemacht hat, der selbst in solcher Situation sich befunden hat, kann die Dinge besser verstehen. Oder wenn wir einen gewissen Abstand von dieser Periode haben werden. Ich habe dieses Problem zum ersten Mal 1944 erlebt, als ich Neueinwanderer ausgefragt habe und die Geschichten von einigen Hunderten gehört habe, die persönlichen Erlebnisse gehört habe. Und ich versuchte schon damals zu verstehen. Und ich will Ihnen eines sagen. Wenn man aus Menschen Tiere macht, wenn man Menschen zu der niedrigsten Stufe bringt, in die ein Mensch kommen kann, wenn man Menschen aushungern lässt, dann kann man von diesen Menschen nachher nicht die Reaktionen eines normalen Menschen verlangen oder erwarten. Ganz im Gegenteil. Dann muss man erstaunt sein, dass solche Menschen so reagieren können, wie sie reagiert haben. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass eigentlich der einzige Aufstand, militärische Aufstand, im Kern eines Landes, des besetzten Landes, der Aufstand des Warschauer Ghettos war und andere Aufstände dieser Art. Nun, ich glaube, man muss eines verstehen. Ich höre manches Mal und ich lese manches Mal diese Theorien, die sagen, ja, eigentlich, die Leute haben ja irgendwie mitgemacht. Und ich bin schwer aus der Ruhe zu bringen, aber das sind die Dinge, die mich aus der Ruhe bringen und ärgern. Denn ich glaube, und das wird manches Mal nicht genau verstanden, wenn es Ranküne, es gibt Ranküne, und bei vielen Leuten gibt es Hass, die diese Periode durchgemacht haben. Vielleicht kommt der Hass bei diesen Leuten, die das durchgemacht haben, vielmehr deswegen, weil man sie zu so einem Stadium gebracht hat, so erniedrigt hat, dass vielleicht viele von denen, die heute leben, die Lagern durchgemacht haben, die Vernichtungslagern durchgemacht haben, das nur konnten, weil sie selbst die Leichname geschleppt haben, weil sie selbst all diese Dinge gemacht haben, von denen man heute weiß. Und dadurch irgendwie selbst dazugehört haben, als Opfer dazugehört haben. Dass diese Leute reagieren, wie sie reagieren, mit Hass reagieren, weil man sie so erniedrigt hat. Und das ist manchmal, glaube ich, ein viel Schaden. Und so kann ich das verstehen und so habe ich das gesehen, so habe ich das gehört, als ich mit Menschen zusammenkam. Das vielleicht viel schärfere Reaktionen führt als die Tatsache, wie ich hatte Familie und die Familie ist umgekommen. Vielleicht habe ich Unrecht, ja, aber ich habe das so erlebt, ich habe das so gesehen. Natürlich, ich sage nochmal, es ist für uns schwer, Dinge zu verstehen, aber ich habe mir mal Folgendes gedacht und das erlebt. Ich sah Menschen, die krank waren. Langwierige Krankheiten, die erschwächen und die schmerzen. Und dann kommt eines Tages der Augenblick, wo dem Menschen alles egal ist. Völlig egal. Er kann nicht mehr, er kann nicht mehr leiden. Seine Reaktion ist völlig verschieden von der Reaktion eines normalen Menschen. Und würde man nachher versuchen, den Menschen zu beurteilen, nach der Reaktion, die er dann hat, das Urteil würde völlig verschieden sein. Und ich glaube, hier könnte man versuchen, vielleicht psychologisch gesehen, medizinisch gesehen, gewisse Parallelen zu ziehen. Aber ich glaube, wir sind noch zu nah dran. Sie sind im Jahr 1945 nach Wien geschickt worden von den palästinensischen jüdischen Organisationen. Damit kamen Sie zurück in Ihre Geburtsstadt. Ich frage jetzt nicht nach dem Erinnerungsschock. Sie waren vielleicht noch viel zu jung, als Sie weggegangen waren und hatten außerdem, wie Sie ja vorhin erklärt haben, immer nur das Gefühl gehabt,
hier ein Fremder auf einer Durchgangsstation zu sein. Wissen möchte ich, wie weit fühlten Sie nun dieses Gefühl der Kindheit 1945 in Wien bestätigt? Wie weit war das für Sie, zusätzlich zu allen Kriegsfolgen, die Sie dort sahen, eine fremde Stadt in einem fremden Kontinent, wie weit waren Sie ein Israeli geworden? Ich habe 17 Jahre meiner Jugend in Wien verbracht. Und diese Zeit, zwischen 13 und 17 Jahren, ist sehr wichtig für die kulturelle Bildung, für die persönliche Bildung eines Menschen. Man hat Erlebnisse, man hat seine Freunde, man hat seine Freundinnen. Das ist ein sehr wichtiger Teil seines Lebens. Und hier hatte ich Erinnerungen, gute Erinnerungen aus Wien, Bilder, die man hat. Aber als ich am 1. November 1945 am Südbahnhof in Wien ankam, nach einer ziemlich abenteuerlichen Fahrt, für uns zu weit, um das zu erzählen, ich kam allein an, mit einem Rucksack auf meinem Rücken, in einen Bahnhof, der völlig zerstört war. Und dann ging ich 2 Stunden, denn es gab keinen Verkehr, bis in jede Wohnung, wo damals das Zentrum unserer Organisation war. Ich glaube, auf diesem Wege des 2 Stunden wurde ein Teil der Vergangenheit, er wurde nicht vergessen, aber er war nicht mehr konkret an dem Ort gebunden, an dem ich mich begann. Ich glaube, es gab so einen Prozess, wo die Erinnerungen noch da waren, aber sie waren nicht, sie haben sich losgelöst, physisch losgelöst von dem Ort, wo ich mich eben befunden habe. Ich glaube, das war die Reaktion. Mir war Wien damals völlig fremd. Ich kannte niemanden mehr in Wien. Und ich hatte während der Zeit, wo ich in Wien war, gar nicht das Gefühl, dass ich mich in einer Stadt befinde, in der ich mal gelebt habe. Diese beiden Reaktionen waren völlig getrennt. Ich war Israeler, hundertprozentiger Israeler, der mal eine Vergangenheit in Europa hatte. Aber meine Einstellung, meine Reaktionen, mein Gedankengang waren die eines Israelers. Sie haben in Wien dann als Journalist gearbeitet, daneben aber, und das war offensichtlich sehr viel wichtiger, haben Sie sozusagen im Untergrund die seinerzeit immer noch illegale Einwanderung nach Palästina betrieben und organisiert. Und Sie haben außerdem eine jüdische Gruppe geleitet, die nach nationalsozialistischen Kriegsverbrechern gefahndet hat. Bei der Gelegenheit ist Ihre Gruppe, soweit es bekannt ist, in den Besitz eines Bildes des SS-Führers Eichmann gelangt, eines Bildes, das später zu der Entdeckung Eichmanns in Südamerika beigetragen hat. Wie sind Sie diesem Bild auf die Spur gekommen? Zuerst mal möchte ich die Dinge chronologisch oder ihrer Wichtigkeit einteilen. Ich bin nach Wien gekommen, um die Organisation in Österreich zu leiten, die Flüchtlinge, die nach Wien von unserer Schwesterorganisation geleitet worden sind, nach Italien zu schleusen, zu den illegalen Schiffen oder in die Flüchtlingslager. Und damit allen jenen, die aus den ehemaligen besetzten Ländern kamen und die dort nicht mehr leben wollten und die nach Palästina gehen wollten, den Weg zu organisieren und offen zu halten. Das war die wichtigste Aufgabe. Deswegen bin ich nach Wien entsendet worden. Ich war Journalist nebenbei und ich habe zwar als Journalist gearbeitet, aber es war eine Möglichkeit, mir meine andere Arbeit zu erleichtern. Dies gehört zu den Abenteuerlichkeiten Ihrer Karriere, von der ich vorhin sprach. Ja, ich möchte nur eines sagen. Ich habe nie Abenteuer des Abenteuerwillens gesucht. Sie sind auf Sie zugekommen. Sie sind auf mich zugekommen. Ich bin Ihnen nie ausgewichen. Ich fand, dass das ist manchmal ganz interessant. Es hat einen gewissen Stimulus. Es reizt mich, es liegt mir vielleicht, aber nie Abenteuer des Abenteuers willen, sondern Abenteuer, wenn es notwendig war. Das Abenteuer hat sich ergeben, nicht? Es wurde nicht gesucht. Es wurde nicht gesucht. Und da ich schon in Palästina damals, als ich die neuen Einwanderer untersucht habe, und zwar zuerst mal für ganz andere Zwecke, wir wollten Nachrichten haben über
die Juden, die sich damals in Rumänien, in Bulgarien befanden. Wir wollten Material suchen für unsere Fallschirmabspringer, die in diese Länder gingen, und die mussten wissen, an wem sie sich wenden konnten. Die zu mussten, denen Sie sich gemeldet hatten, auch zu denen ich mich gemeldet hatte. Ich bin worden. Nicht mehr dran gekommen, ja. Es war schon zu spät. Und also, als wir nachher, anfangs 1944, war ja diese Tätigkeit ja schon zu Ende. Damals spezialisierte ich mich auf die Ausfragung dieser Einwanderer, wie ich schon erwähnt habe, um zu erfahren, was in den besetzten Gebieten passiert ist und um bei dieser gleichen Gelegenheit erste Nachrichten zu haben über Kriegsverbrecher, über diejenigen, die diese Aktion durchgeführt hatten. Und es war etwas ganz Natürliches für mich, als ich nach Wien kam, einige Jungen, die auch die Neigung dazu hatten, zu organisieren, damit sie das Material, das wir hatten und das uns von Palästina geschickt worden ist, auszunutzen und andererseits neues Material zu suchen. Mit der Aufgabe eigentlich nachher, das Beweismaterial und die Spuren, die wir von Kriegsverbrechen hatten, den Behörden zu übergeben. Und damit war unsere Aufgabe beendet. Ich persönlich konnte mich damit gar nicht beschäftigen, sondern ich hatte einen Überblick über das, was passiert. Und ich bin nur in außerordentlichen Fällen, habe ich selbst eingegriffen. Und so bin ich zu der Eichmann-Frage gekommen. Ich wusste über Eichmann eigentlich schon viel früher als andere wussten. Denn einerseits, ich habe über Eichmann 1938 in Wien schon gehört, nicht mehr zu meiner Zeit, von jenen, die nachher kamen. Ich kannte Joel Brandt, ich habe ihn kurze Zeit, nachdem er nach Palästina kam, getroffen. Ich wusste die Rolle, die Eichmann spielte. Und mir ist es gelungen, in Bratislava, in Pressburg, Dieter von Wisle-Zähne, der einer der Mitarbeiter von Eichmann war, auszufragen. Und eigentlich damals hat mich niemand manchmal gefragt, wer sind Sie eigentlich? Sie kamen und waren da und fragten. Ich kam, ich hatte Beziehungen, war da und fragte. Und Dieter von Wisle-Zähne gab mir viele Einzelheiten über Eichmann, über seine Gewohnheiten, über seine Kontakte, über seine Lebensart, Adressen. Erzählte mir von einer Freundin, die Eichmann bei Linz hatte, und sagte mir, dass der Chauffeur Eichmanns im Gefängnis in Wien inhaftiert sei. Und ich bin ins Gefängnis gegangen, habe den Chauffeur gefragt und da, wir hatten, ich kann mich gar nicht erinnern, wieso ich da, ich glaube, wir hatten Beziehungen zur österreichischen Polizei, die uns das ermöglicht haben. Und zu dieser Zeit hat wirklich niemand gefragt, was eigentlich ist ihr Recht, wer diese Zeit gelebt hat und wer weiß, wie man Dinge machen konnte, wenn man sie bewusst machen wollte, versteht, dass das möglich war. Und von dem Chauffeur Eichmanns habe ich nachher die genauen Einzelheiten über die Freundin Eichmanns bekommen. Und einer der Jungen, die dabei gearbeitet haben, ist eben hingefahren und war 2-3 Tage da und es wird uns zu weit führen, als was er sich ausgegeben hat. Und er hat dieses Bild bekommen, wie wir auch die Spuren Eichmanns Frau und Kinder in Bad Ossee gefunden hatten. Und da war wieder jemand da, der 2 Monate da gelebt hat, nebenaus, um zu versuchen, schon damals zu erfahren, wo Eichmann sich befunden hat. Aber nachher wussten wir natürlich, dass er jede Kontakte abgebrochen hat. Und wir konnten ganz nah rankommen, aber wir konnten auf die Spuren nicht mehr kommen. Das ist die Eichmann-Geschichte. In einem Interview, Herr Ben-Natan, für den Südwestfunk haben Sie einmal über Ihre Rolle als israelischer Botschafter in Bonn gesagt, ich darf das zitieren, vielleicht treffe ich bei meinen Gesprächen in Deutschland manches Mal auf gewisse, wie soll ich sagen, Hemmungen und dergleichen Erscheinungen. Dass es so ist, heißt, dass nicht alles normal ist. Soweit das Zitat. Das liegt sicher auf der Hand, Herr Botschafter. Sie haben einen Sohn und eine Tochter, die beide noch zur Schule gehen. Könnten Sie sich für sich einen deutschen Schwiegersohn vorstellen? Herr Gauss, ich könnte Ihnen eine ähnliche Frage stellen. Ich weiß nicht, ob Sie eine Tochter haben, ob Sie sich... Ich habe eine Tochter, ja. ...einen Schwiegersohn aus einem asiatischen oder einem anderen Lande denken können.
Nun, ich will Ihnen sagen, ich glaube, dass ich ohne Vorurteile bin. Ich glaube, ich würde meiner Tochter auch nicht reinreden. Ich glaube, meine Tochter sollte am besten wissen, wie sie ihr Glück macht. So dass ich... ich weiß nicht, ob ich es wünschen würde. Das ist eine völlig andere Frage. Eine völlig andere Frage. Ich glaube, wie jeder Vater, ich glaube... ich würde vielleicht etwas anderes vorziehen. Aber... Sie hätten mich ebenso gut fragen können an... dann an... Franzosen. Oder an Amerikaner. Hätte ich Sie ebenso gut das fragen können. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe einmal gesagt, ich glaube daran. Ich glaube, dass die Jugend nicht verantwortlich ist für die Taten der Väter. Ich glaube nicht, dass es Stereotypen gibt. Ich glaube nicht, dass es... es gibt zwar, man kann Verallgemeinerungen machen. Die sind nicht immer richtig. Und über individuelle Reaktionen kann man nur sprechen, wenn man einem Individuum gegenübersteht. Ich glaube, dann wird jede Verallgemeinerung falsch sein. Ich hoffe, ich drücke mich hier richtig aus. Herr Botschafter, nach der offiziellen Staatsgründung Israels 1948 haben Sie Ihrem Land in verschiedenen Positionen im Außen- und Verteidigungsministerium gedient. Viele Ihrer Aufgaben sind auch dann noch heikel verschwiegen gewesen. So haben Sie die Waffenlieferungen für Israel aus Westeuropa ausgehandelt, darunter auch den Waffenkontrakt mit der Bundesrepublik, dessen Bekanntwerden im vorigen Jahr zu einer Ostkrise führte. Ich habe zu dieser Seite Ihres Lebens zwei Fragen zur Person. Auf die eine sind wir vorhin schon in etwa gekommen. Sagen Sie bitte, wie weit ist Staatsräson für Sie und Ihre Auffassung vom Staatsdienst ein verpflichtendes Moment? Heiligt der Zweck die Mittel? Sag mal, Staatsräson ist sicher ein sehr wichtiges Element. Ich würde sagen, besonders in einem Staat, der sich in einer Situation befindet wie der unsere. Ich glaube, die Tatsache, dass Israel heute noch immer bedroht ist, dass eigentlich das ein Land war, das immer unter der Bedrohung einer Ausmerzung, einer Vernichtung litt, dass das mit dem Raison d'état viel zu tun hat. Es ist etwas anderes, wenn Sie Ihr Leben verteidigen, als wenn Sie Ihren Glauben verteidigen oder Ihre Grenzen verteidigen. Ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied. Und für uns war das immer der Existenzkampf um die Existenzberechtigung und letzten Endes die Existenz Israels. Das ist die Bedeutung unserer, das bedeutet Sicherheit für Israel. Und das ist der Unterschied zwischen Israel und vielen anderen Ländern. Wenn wir Israel verteidigen, dann verteidigen wir es gegen jene, die glauben, dass wir kein Recht haben, dort zu leben. Und die, wenn es ihnen die Möglichkeit gegeben würde, das in die Tatsachen umzusetzen, würden versuchen, auch physisch Tatsachen zu ändern. Vielleicht durch Aussiedlung, wenn nicht durch schärfere Mittel. Diese Gefahr hat immer bestanden, manchmal schärfer, manchmal weniger scharf. Und die hat einen gewissen Raison d'état vorgeschrieben, der in diesem Fall natürlich viel schärfer ist als in anderen Fällen. Nun, ich glaube nicht, dass der Zweck, dass die Mittel immer den Zweck heilen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Mittel den Zweck letzten Endes verfälschen können. Und nachher hat man einen Zweck, den man gar nicht wollte. Das will ich ganz allgemein sagen. Allgemein will ich sagen, ich absolut nein auf diese Frage antworten. Schließlich. Aber wenn der Zweck ist, zu leben und zu existieren, wenn das der Zweck ist, dann natürlich sind, da kann man manchmal in den Mitteln nicht sehr wählerisch sein. Dazu weitergefragt, in einem Porträt der politischen Philosophin Hannah Arendt, das ich in dieser Reihe zu zeichnen versucht habe, hat Frau Arendt dem Sinne nach
den Verlust der jüdischen Besonderheit, den Verlust der Wärme beklagt, die nach ihrem Verständnis die Unterdrückten ausgezeichnet hat. Ein Verlust, der ursächlich mit der Gründung Israels zusammenhängt, wodurch das Judentum eben in die Normalität der Staatlichkeit sozusagen gerückt ist, den staatlichen Sündenfall mitgemacht hat, mit allen seinen guten und bösen Seiten. Halten Sie solche Gedanken für intellektuelle Spielerei oder ist etwas Richtiges daran? Ich halte sie für intellektuelle Gefühlsspielerei, würde ich sagen. Was ich bedauere, ist nicht so sehr den Verlust der Wärme. Ich glaube, was ich bedauere, ist der Verlust eines ganzen Volkes. Und ich werde es vielleicht bei dieser Gelegenheit sagen. Es gibt alle möglichen mathematischen Rechnungen. Wenn wir sagen, 6 Millionen sind ermordet worden, dann wissen wir, 6 Millionen fehlen. Aber es handelt sich hier nicht nur um die Zahl. Es gibt ganze Zentren des jüdischen Volkes, die nicht mehr da sind, die eigentlich tragend waren für das jüdische Volk im Laufe dieser Generation, die tragend waren in der Errichtung des Staates Israel. Das Judentum aus der Ukraine, aus Polen, all diese Traditionen, die sie mit sich gebracht haben, das Leben, in gewissen Lebensformen, die sie mit sich gebracht haben, die sich nachher in andere Formen übersetzt haben, nachher in Westeuropa, in Mitteleuropa. Das ist zuerst mal, was ich bedauere, und vielleicht bedauere ich es nicht, das ist kein stark, nicht genug stark als Wort. Und natürlich, wenn hätte es einen Staat Israel schon 1938 gegeben, viel wäre es anders gewesen. Von diesen Millionen wären wahrscheinlich viele am Leben noch. Ich glaube, das ist zu bedauern. Ich kann verstehen, dass jemand, der hier in den Jahren gelebt hat und gewisse Empfindungen und Gefühle gehabt hat, und dass er bedauert, dass das nicht mehr da ist, und er kann das nicht ändern. Ich kann das verstehen, aber mich bewegt dieser Gedankengang nicht. Er beschäftigt mich auch nicht. Mich bewegen und beschäftigen Dinge ganz anderer Natur, die sich aus den Geschehnissen ergeben haben. Und wenn ich heute zurückdenke an, wir hatten uns mal mit diesem Problem beschäftigt. Als ich 14, 15, 16 Jahre alt war, da hatten wir uns mit diesem Problem. Wir hatten diese Einstellung, diese Ansichten vor uns. Und damals hatten sie für falsch gehalten, wir hatten sie für verfehlt gehalten, wir hatten sie für gefahrvoll gehalten. Ich glaube, ich habe das heute schon einmal gesagt. Und also, ich glaube, dass wir recht gehabt haben. Erlauben Sie mir eine letzte Frage, Herr Ben-Natan. In Israel ist inzwischen eine Generation herangewachsen, die nicht wie Sie die Pionierzeit als Gegenwart erlebt hat, sondern für die Pionierzeit, so schwer es Israel noch immer hat, schon zur Geschichte gehört. Beklagen Sie das manchmal? Sehen Sie manchmal eine Kluft sich auftun zwischen der Pioniergeneration, zu der Sie gehören, und der viel eher nach einem normalen Leben sich einrichtenden nachfolgenden Generation? Zuerst auch die Pioniergeneration war eine Minderheit, sie war nicht die Mehrheit. Es war eine Elite. Ich glaube, dass die Jugend heute, die in Israel heranwächst, nicht schlechter ist, wenn man gut und schlecht überhaupt sagen kann, als wir es waren. Natürlich, die Gegebenheiten sind andere, die Aufgaben sind andere. Und die Jugend reagiert individuell. Es gibt eine Jugend, die heute noch in die Kibbutzim geht, freiwillig aus Überzeugung in die Kibbutzim geht, neue Kibbutzim gründet. Es gibt die Jugend der Kibbutzim, die in den Kibbutzim bleibt und das Werk fortsetzt. Es gibt die Jugend, wenn sie Aufgaben vor sich hat, reagiert. Ich kann sie nicht kritisieren. Die Jugend in der Armee zum Beispiel, die sind heute nicht schlechtere Soldaten, als sie waren. Und trotzdem es Erscheinungen gibt,
wie überall bei der Jugend, die zeitbedingt sind, aber die ich nicht sehr gern sehe. Ich glaube, dass unsere Jugend eine gute Jugend ist.